Hallo RCK-Freunde, ich begrüße euch zum heutigen Video. Ja, das letzte Video, das ist schon richtig, das ist schon ein Weilchen her von mir und genau darum soll es in diesem Video heute hier gehen. Ich möchte euch ein bisschen aufzeigen, warum ich nicht in regelmäßigen Abständen Videos raushauen kann, warum ich das auch nicht möchte, warum das einfach nicht geht. Darauf möchte ich hier ein bisschen eingehen. Also heute wird es weniger um das RC-Thema an sich selber gehen, sondern genau um dieses Thema. Ihr seht hier aber schon so kurz zur Einleitung, dass ich mein Automatics komplett zerlegt habe. Ich habe auch die Elektronik komplett ausgebaut, also die Matchmore-Elektronik, die ich ja immer gefahren bin bei der ETS und habe hier bereits die neue ETS Orca-Elektronik bei den Motoren 13 und 17,5 Tönen, auch den neuen Regler bereits an Start gelegt. Bei den Motoren, da ich einfach noch nicht weiß, welche Klasse ich fahren werde. Und manche meiner Kumpels, die fahren 13,5 Turn, manche 17,5 Turn, Und da habe ich einfach beides am Start. Kann man ja auch schnell tauschen. Ich werde nachher dieses Auto zusammenbauen wieder. Freue ich mich schon richtig drauf, so ein bisschen Setup reinschrauben. Da ich bestimmt ein halbes Jahr keine Funke, kein Auto, kein gar nichts mehr in der Hand hatte, freue ich mich echt schon drauf, wieder ein bisschen schrauben zu können. Und. Dann auch demnächst wieder auf die Bahn zu dürfen. So viel aber zum RC-Thema. Jetzt möchte ich euch ein bisschen näher bringen, warum ich nicht einfach jede Woche oder alle drei Tage hier auf dem Kanal ein Video erstellen kann. Ihr habt bestimmt schon gemerkt, also gerade in der Setup-Serie, dass ich einen relativ hohen Anspruch an mich selber habe. Einmal vom inhaltlichen her und einmal auch vom filmischen her, dass ich euch das bestmöglich darstelle. So dass es ähm, auch Spaß macht, ein bisschen anzuschauen, auch dass die Inhalte wirklich komprimiert, gut rübergebracht werden, dass jeder von euch was davon hat. Denn als ich angefangen habe, habe ich einfach keine ordentlichen Videos gefunden oder eigentlich gar keine Videos gefunden, die genau diese Inhalte rübergebracht haben, vor allem nicht auf Deutsch. Und das war ja auch der Hauptgrund, äh, warum ich diese Setup-Serie gestartet habe. Dann gibt es natürlich andere Videos, wo ich ein bisschen was von der Bahn zeige und und und. Alle, die meinen Kanal kennen, die wissen ja, wie ich den aufgebaut habe. Und das ist auch mit dem relativen Aufwand immer verbunden. Ich mache diesen Aufwand natürlich gerne. Ich sehe auch immer in den Kommentaren, dass es euch super gefällt. Vielen, vielen Dank dafür. Aber es gibt natürlich ein großes Thema, was viele an diesem Hobby momentan hindert. Und das ist natürlich Corona. Bei mir war es so, ich bin ja im Grunde selbstständig. Also ich habe es ja auch schon ein paar Mal in Videos erwähnt mit Vision Royal. Also ich bin Fotograf und Filmer. Ähm, daher ist das hier auch alles äh, sehr nah für mich. Und ich habe kurz vor Corona, nach zehnjähriger ähm, Selbstständigkeit circa, habe ich beschlossen, dass ich wieder in ein Angestelltenverhältnis gehen möchte. Das habe ich dann auch getan. Ich habe mich bei meinem besten Kunden, also bei meinem langjährigsten besten Kunden beworben. Und das ist die B&B Eventtechnik. Die machen so Veranstaltungstechnik, Bühnenbau und solche Geschichten. Und nach ein paar Gesprächen mit den Chefs wurde ich für eine Teilzeitanstellung genommen. Da bin ich auch sehr, sehr dankbar darüber und da ist mir der Absprung aus der Selbstständigkeit in die Teilselbstständigkeit gelungen. Und da meine Aufgabenfelder dort immer wuchsen und immer mehr wurden, da auch das Filmische in der Eventtechnik immer mehr Einzug fand, haben wir uns kurz vor Corona, glaube ich, zwei, drei Monate davor entschlossen, dass ich wirklich Vollzeit fünf Tage bei BB &B arbeiten werde. Und das war eigentlich mein Glück, muss man sagen, weil wenn ich nur Fotograf geblieben wäre, was ja mein Hauptjob war, schon Filmen auch, aber hauptsächlich Fotograf. Dann wäre ich wirklich tatsächlich Hartz IV, weil einfach gar nichts gehen würde in der Corona-Zeit als Fotograf. Es ist unheimlich schwer, wie in vielen kleinen Nischen, Branchen, sage ich mal, ist es auch in der Fotografie sehr schwer, Land zu sehen und gute Aufträge an Land zu ziehen. Das habe ich teilweise geschafft mit namhaften Kunden, aber ich war da einfach auch irgendwann durch und wollte diese ganze Akquise. Die ganze Betreuung, also alles, was man in der Selbstständigkeit betreuen muss, nicht mehr machen. Und mir ist dieser Absprung dank BB &B sehr, sehr gut gelungen. Was natürlich da mit sich kommt, ist die Tatsache, dass ich irgendwo viel weniger Zeit habe. Weil in der Selbstständigkeit ist es so, dass ich teilweise von Kunden manchmal einen Tag oder sogar mehrere Tage, also nicht einen Tag acht Stunden, sondern wirklich zwölf oder 14 Stunden unterwegs war, sehr komprimiert, dann noch etwas nachbearbeiten musste, also zwei, drei Tage Vollgas, voller Power. Und dann hatte ich so ein bisschen nicht frei, aber ja, da hatte ich praktisch ein paar, paar Stunden, wo ich was anderes machen konnte, wie zum Beispiel diese YouTube-Filme. Das ist in der, im Angestelltenverhältnis, so wie ihr es wahrscheinlich auch die meisten von euch kennt, einfach anders. Ihr geht morgens zur Arbeit, man hat vielleicht ein bisschen Gleitzeit oder so, aber man arbeitet seine acht Stunden durch. Und bei mir kommt dazu, das ist der einzige Nachteil, dass die BB Eventtechnik in Filderstadt sitzt und ähm, viele von euch wissen, dass ich aus Ulm komme, also das sind knapp eine Stunde Fahrzeit die ich da runterreißen darf, aber ich mache das gerne. Wie gesagt, weil äh, ich bin froh, dass ich da einen Job habe und dass ich da was Gutes machen kann. Ähm, aber das ist so das einzige Problem, was dazu kommt, äh, dass wenn ich vor Ort in der Firma bin, dass ich dann einfach zwei Stunden unterwegs bin und das ist schon sehr sehr viel und das frisst halt Zeit. Ähm, warum erzähle ich euch das Ganze? Ja, zum einen ein bisschen zu erzählen und ein bisschen was Persönliches auch von mir rüberzubringen, das finde ich auch immer ganz wichtig auf diesen YouTube-Kanälen. Also wer sich das anhören möchte, sehr, sehr gerne. Wer nicht, der schaltet einfach ab. Also ist ja euch überlassen, zwingt euch ja keiner, meinen Kanal zu schauen. Und ich möchte halt auch, dass ihr wisst, wie es mit dem Kanal weitergehen soll. In der Corona-Zeit war es dann so, dass natürlich die Videotechnik und Streaming und solche Live-Events zu hybriden Events wurden oder zu kompletten digitalen Events. Also hybride Events sind äh, praktisch, das Event wird gestreamt übers Internet zu den Zuschauern, aber es sitzen auch noch ein paar vor Ort. Und digitale Events sind komplett digital gestreamt und da ist praktisch niemand im Studio, nur die Akteure, die halt äh, vorkommen müssen. Und da war es bei BB &B dann so, dass ich ähm, ja, neben ein paar anderen der Einzige war, der so richtig Kameraerfahrung hatte und auch vom Bildschnitt her und solche Sachen einfach mich gut einbringen konnte. Und da war ich dann auf einmal ein sehr gefragter Mann äh, in der Firma, äh, ganz klar. Und die ganzen großen Events, äh, die wir momentan halt machen, in unserem Gate 22 äh, heißt das Studio, äh, da bin ich halt sehr, sehr stark beteiligt so und da ist natürlich auch schon klar wenn ich dann nach Hause komme dann bin ich ziemlich ausgelaugt und habe den ganzen Tag eine Kamera in der Hand gehabt und habe den ganzen Tag gefilmt und musste die ganze Zeit kreative Bilder liefern dann hat man halt wenig Lust irgendwie hier am Modell zu schrauben und gleichzeitig noch zu filmen Denn das ist auch so eine Sache das kennen auch manche vielleicht von euch die vielleicht schon mal so ein bisschen versucht haben was zu filmen wenn man eine Kamera drauf hat, dann muss das Licht und das Setting hier alles passen, der Winkel muss passen, ich darf nichts von der Hand verdecken, sondern ihr möchtet ja sehen, was ich hier mache. Und da macht der Aufbau dann nicht so Spaß, wie wenn ich einfach die Kamera weglasse und einfach für mich abends mit Musik nebenher alles in Ruhe aufbaue. Und das ist auch so ein Punkt, ich mache diese Filme, wie gesagt, gerne für YouTube und es macht ja auch Spaß, wenn Feedback kommt. Aber das ist einfach eine ganz andere Sache und das ist weit weg von Erholung. Und aus dem Grund sind einfach in der Vergangenheit keine Videos mehr produziert worden. Das möchte ich aber so ein bisschen wieder ändern. Also der Kanal wird nicht sterben, keine Angst, sondern ich werde natürlich wieder ein paar Videos machen. Nicht ganz so oft wie in der Setup-Serie. Also jede Woche kam da eins raus. Aber ich möchte schon im Monat mindestens ein Video machen. Ich muss auch ja hier oben noch den Fronti, den Serpent, den X20. Den muss ich ja auch noch fertig machen. Da fehlen eigentlich noch zwei Videos. Einmal die Elektronik und dann so ein bisschen ein Fazitvideo. Da habe ich ja dann abgebrochen und das möchte ich auf jeden Fall fertig machen. Und dann habe ich noch ein paar andere Themen, wo es auf jeden Fall weitergehen wird. Und ich habe sogar noch im Hinterkopf äh, eventuell so eine kleine, kleine Spinnerei, dass ich vielleicht sogar einen Zweitkanal aufmachen werde ähm, mit einem ganz anderen Thema. Aber wenn es soweit ist, dann halte ich euch da auf dem Laufenden. Ähm, also, wie gesagt, keine Sorge, der Kanal geht weiter. Das wollte ich eigentlich mit dem Video rüberbringen. Es werden nicht so ganz viele Videos rauskommen wie früher, aber ich werde mich dran machen, dass ich wieder ein paar abdrehe, damit ihr wieder ein bisschen Spaß haben könnt. Und ich hoffe auch, dass jetzt Corona endlich mal ein bisschen vorbeigeht mit dieser ganzen Impferei, dass das wirkt und dass es gegen Corona sehr gut wirkt, dass wir wieder auf die Bahn dürfen, dass wir auch unseren Job wieder richtig machen dürfen, vor allem, dass diese blöden Masken wegfallen. Also, ich, viele von euch, die haben es bestimmt auch komplett satt. Ich finde es nur noch lästig, aber wir müssen halt da durch. Das ist einfach so, man muss halt Regeln beachten, wenn sie aufgestellt werden. Also, ich halte mich da immer möglichst dran, ganz klar. Und ähm, wir werden das gemeinsam bestimmt alles schaffen. Da bin ich mir ganz sicher. Und äh, dann haben wir auch wieder auf Rennen viel, viel Spaß miteinander. Also, da freue ich mich schon wieder richtig drauf. Dann sage ich mal in diesem Sinne alles, alles Gute für euch. Und bis ganz bald, euer Gregor.